Jetzt würde ich gerne wissen, was Ihre persönliche Definition von dem Wort Toleranz ist. Bedeutet das für Sie mehr so, ja, jemanden akzeptieren, so wie er ist, oder jemanden einfach nur dulden? Und da wir sowieso schon da gerade bei sind, was denken Sie, inwiefern diese Definition in Bezug auf die europäische Flüchtlingspolitik erfüllt wird? Zu Toleranz gehört auch Geduld. Ne? Man muss geduldig sein, wenn man tolerant sein will. Und für mich Toleranz, und Toleranz ist eigentlich in vielen Hinsichten eigentlich nicht das ideale Wort, sag ich mal. Wenn ich jemanden toleriere, dann dulde ich diese Person. Das ist das deutsche Wort dafür. Ich glaube, Toleranz ist ein Fremdwort. Ich dulde die Person und dulden ist nicht immer notwendigerweise gut. Ne? Und deswegen muss es mehr sein als Toleranz. Und was? Es muss. Jetzt mein Deutsch oder mein Englisch. Es muss mehr als Toleranz sein. Man muss, erstens komme ich zu meinem Wort zurück. Ich klinge wie eine Platte, die irgendwie irgendwo stecken bleibt, weil das sind die wichtigen Worte für mich. Erstmal muss man diese Person als Mensch wahrnehmen. Das heißt, nicht tolerieren, weil tolerieren gehört zu tolerieren, eine gewisse Geduld haben, dulden, im Sinne von, ich muss diese Person aushalten. Oh je, oh je. Ich muss ihn tolerieren, eigentlich auch wenn ich ihn nicht mag. Um Leute wahrnehmen und dann in dieser Wahrnehmung auch dieser Person einen Platz einräumen. Weil es kann auch sein, dass man die Person nicht mag. Weil zum Toleranz ist fast ein Zwang, die Person zu mögen. Und das ist schon zu viel gefragt. Auch diese Idee von Integration. Es geht eigentlich darum, dass man einander respektiert. Das ist erstmal viel wichtiger, dass man sich respektiert und sich Platz und Raum gibt, dass man sein kann. Das ist das Allererste. Und ich glaube auch, wenn ihr überlegt, unter euch, in jungen Leuten, unter eure Freunde, in den Beziehungen, die ihr habt miteinander, eure Ängste um, ob mich jemand mag oder nicht, oder wie komme ich rüber und so weiter. Es hat viel weniger mit Toleranz zu tun, wenn ihr darüber nachdenkt, als dass man euch respektiert und ernst nimmt und wahrnimmt. Das sind die wichtigsten Worte. Weil wenn man Leute respektiert und wahrnimmt und Platz einräumt, dann kommt das Kennenlernen. Und wenn man sich kennenlernt und wirklich weiß, diese Person ist so oder so, dann kann man sich entscheiden. Man muss die Person dann auch nicht mögen. Weil sonst ist es dieses, oh, wir sind alle happy family, wir können uns, wir mögen uns alle. Das ist nicht, das ist keine Realität. Also da bin ich sehr realistisch. Das passiert nicht. Und von daher bin ich immer vorsichtig mit dem Wort Toleranz. Ich würde eher sagen, man muss lernen, den anderen mit anderen Augen zu sehen, zu akzeptieren, Platz einzuräumen, dass diese Person auch sein kann, wie auch ich sein kann. Und das ist dort, ich bin gar nicht religiös, aber die Bibel sagt es, man muss den Menschen so behandeln, wie man gerne behandelt werden möchte. Und dann kann man sich überlegen, ob Toleranz kommt natürlich auch mit rein, aber Toleranz ist auch dann nicht das Hauptwort. Wenn ich von Menschenrechten rede, muss man auch davon reden, wie man den anderen sieht, dieser fremde andere sieht. Weil man kann diesen Menschen seine Rechte nicht geben, wenn man sie, diese Person erstmal nicht wahrnimmt als Person. Wenn man von Menschenrechten redet, in Syrien, in Palästina, in Israel und sonst noch wo, muss man erstmal die Menschen sehen für das, was sie sind, kulturell und traditionell und in ihrem ganzen Wesen. Weil sonst hat man einen Stereotyp, mit dem man arbeitet. Und sehr häufig in Afrika arbeitet man mit Stereotypen. Und wir müssen dagegen ankommen und kämpfen. Und es ist so ein harter Kampf für uns. Weil erstmal muss man alle diese Stereotype, Vorurteile wegnehmen, wie mit einem Zwiebel, und dann sagen, okay, das sind wir. Aber häufig das Problem hört man nicht zu, weil man es schon besser weiß. Wertschöpfungskette. Das muss ich immer lesen, weil ich sage dann, ich kann es nicht so gut sagen. Wertschöpfungskette. Wir sind ein Teil. Und diese jungen Leute mussten das wissen, ob nun in Deutschland oder in Kenia oder in irgendwo anders. Wenn die das wissen, dann wissen sie auch nicht nur ihre Wertevorstellungen, sondern sie wissen, dass die wert sind. Und das ist der große Fehler, den wir machen, dass wir keinen Wert legen auf das, was wir haben, sage ich jetzt zu meinen Mitbürgern aus dem Kontinent Afrika. Dass wir den Wert von dem, was wir so Kostbares haben, nicht erkennen. Und wir lassen das woanders bewerten. Diese wirtschaftliche Entwicklung, die müssen wir
mitbestreiten. Und dann wird nicht geschehen, was alle denken, dass wir alle nach Europa wollen. Sowieso wollen nicht alle nach Europa, muss ich Ihnen sagen. Muss ich die enttäuschen, die diese Politik treiben, sagen, oh, die wollen alle zu uns, die wollen nicht mehr bei sich. Nein, die Leute landen hier. Die haben einen langen Weg, bis man hierher kommt, hat man so viel durchgemacht. Und man ist plötzlich, findet man sich in Spanien, Italien, Deutschland, weil der Weg dorthin gekommen ist, durch die ganzen Leiden, die sie erlitten haben. Es ist nicht so, dass die Leute aufstehen und sagen, also ich werde heute auswandern und werde in Deutschland landen oder in der Schweiz oder sonst noch wo, weil ich jetzt Flüchtling bin und ich flüchte. Die meisten Flüchtlinge sind auf dem Kontinent. Da kann man ganz beruhigt sein. Da hat das Kontinent damit zu tun. Die Leute wollen gar nicht weg von zu Hause. Aber wir müssen diese Sachen korrigieren, damit man zu Hause bleiben kann. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Als ich in Deutschland kam und den Anfängen von meinem Bewusstsein von sogenannter Entwicklungshilfe redete man von, man gibt den Menschen Fisch. Das ist, glaube ich, die Philanthropie, diese Charity. Dann kam es dazu, nee, nicht Fisch geben. Jemand hat das erkannt, dass es nicht geht. Das macht mehr kaputt, als dass es gut macht. Soll man den Leuten beibringen zu fischen? Und ich sage immer, wieso Fisch geben? Wieso beibringen zu fischen? Warum den Menschen nicht fragen, ob die Fisch essen? Da fängt es erst das Gespräch an. Da fängt es erst das Gespräch an. Da ist für mich wieder dieser Kern von Menschenrechten. Dass man den Menschen wahrnimmt als Menschen. Das andere als anders sehen und anders sein lassen. Ja? Und dann gucken, wie passe ich da rein? Und habe ich überhaupt dort einen Platz? Wenn man das machen kann, diese Empfindlichkeit dafür haben, diese Sensibilisierung dafür, dann kann man mit den Menschenrechten, diesem Kampf um den Menschenrechte, viel, viel besser umgehen, viel, viel mehr erreichen, weil die sozusagen darunter leiden, mitmachen und werden bekräftigt und haben dann auch die Würde mitzumachen, sind dann nicht mehr Opfer, weil die auch eine Stimme haben. Ja? Und das ist das Anliegen letztendlich. Zugehört und wahrgenommen. Erst dann findet Menschenrechte statt, für mich. Vielen Dank.